Dr. Dr. Snake. Chris. Was halten Sie davon? Nun. Ich bin ausgewiesen. Hello? Is anybody here? Ich kann nicht gleichzeitig sinnvolle Sachen machen. Ich kann noch nicht mal so sinnvolle Sachen machen. So, warte. There has to be someone here. Not good. David! Marvin! You there? I found a way out! It's in here! Send reinforcements! East hallway! I gotta find that guy. Oh Leute, ich habe euch echt noch viel vor, sage ich euch. Später muss ich mich noch an einer politischen Diskussion auf Facebook beteiligen. Da muss ich noch ein paar Fakten raus googeln, die ich dann dem anderen als Wissen um die Ohren haue. Das weiß man doch. Freue ich mich schon. Ich bin jetzt super vorsichtig. Ja, du Schlaumeier, man kann dich aber hier nicht in die Frosch verwandeln. Meinst du, diese Sachen, das ganze Spiel so mit diesen Dingern und allem, damit man es gehen kann, das wäre nicht so klug. Das ist ja mega mies hier. Okay, Leute. Bubble! Ist das das Rätsel? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Wie war nochmal das Ding? 3, 2, 1, 2, 1. Keiner von uns hat auf die Farben geachtet, oder? Hat irgendeiner auf die Farben geachtet? Scheiße. Zweimal rot. Zweimal rot? Was soll das heißen? Ich will den Flash. Ja, ich kann den Telefon nehmen. Ehrlich gesagt, wollte ich gestern.
Austernstraining gegangen. Ich trau mich gerade nicht in den Arsch. Ich bin so fett und faul und Rücken und alles. Ich muss mich echt gerade überlegen, wieder ins Training zu gehen. Der Coach hat schon mehrmals angefragt, wann ich denn wieder. Ach, man kann auch einfach nach unten gucken. Guck mal. Und ich muss wieder den Anstieg. Ich muss irgendwie den Anstieg stecken. Ich war jetzt in einem Jahr ungefähr zweimal im Training und bei einem Spiel. Hat danach so höllisch weh getan, alles, Knie, und ich war wieder und so, aber ich halt diese Überbindung, die sind alle da, ja. Aber es ist, der Wille ist da, und ich, lass mich doch töten. Das wollen wir ja, ne? Wir wollen ja da irgendwas aus dem Piraten schwimmen. Guck mal. Mega Abkürzung, Leute. You got this. Eventuell muss man die Denke dabei umdrehen, aber warum wird eigentlich immer über Weichheit und Basketball? Wieso ist es immer so, jedes Mal, wenn ich einen Handballer treffe, erzählt er mir, wie hart Handball ist und wie weich Basketball ist. Ich verstehe das überhaupt nicht. Erstens mal hat noch nie einer behauptet, dass Basketball eine mega harte Sportart ist. Schwimmen ist auch nicht hart. Jesus. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Please! Give me your hand. Help me! I got you. Give me your other hand! Jesus Christ. Stehen sie alle da und zappeln da links. Und dann immer die Torhüter mit ihren. Da ist keine Grazie, da ist nichts, da ist kein Style. Jesus! They're everywhere!
cool.